wer viel Wert darauf legt, dass die finanzielle Hilfe sinnvoll ist und auch dort ankommt, wo sie benötigt wird, macht mit Share the Meal sicher nichts falsch. Denn diese App wird direkt vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen herausgegeben, der wichtigsten Organisation im Kampf gegen den Hunger. Mit ihrem Social-Media-Konzept ist es den Verantwortlichen bei der UNO gelungen, vor allem junge Leute für das Thema zu gewinnen. Denn tatsächlich kostet es nur 40 Cent, ein Kind einen Tag lang zu ernähren. Über die simple Oberfläche von Share the Meal lässt es sich ganz einfach für verschiedene Programme spenden. Von einem Tag für ein Kind bis 10 Kinder ein Jahr lang. Ein Counter zeigt zudem an, wie viele Mahlzeiten das Welternährungsprogramm mit Share the Meal schon finanzieren konnte. 16,5 Millionen sind es bereits. In der News-Sektion informieren die Betreiber zudem über aktuelle Ereignisse wie etwa akute Hungerkrisen oder auch einzelne Kampagnen. Share the Meal gibt es kostenlos für Android und iOS. Die Charity Miles App überträgt ein Konzept aus dem echten Leben. Laufen für den guten Zweck. Nur dass man hier nicht mit einer großen Gruppe, sondern lediglich mit dem eigenen Smartphone unterwegs ist. Die zurückgelegten Strecken werden schließlich in Spendengelder umgewandelt. Da es sich um eine amerikanische App handelt, wird pro Meile gespendet, also etwa 1,6 Kilometer. 25 US-Cent sind es beim Gehen bzw. Laufen, 10 Cent beim Radfahren. Die erzielten Gelder werden von Sponsoren bezahlt und gehen an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen, die man auch auswählen kann. Laut den Betreibern von Charity Miles wurden bereits 2 Millionen US-Dollar für den guten Zweck gesammelt. Die Charity Miles App gibt es kostenlos für iOS und Android. Ganz anders funktioniert Smoost. Hier werden Werbeeinnahmen generiert, die dann an verschiedene Projekte fließen. Basierend auf dem eigenen Standort sieht man sich Werbeprospekte von Einzelhändlern in der Nähe an. Für jede angesehene Werbung fließen 5 Cent an das zuvor ausgewählte Spendenprojekt. Den Wert kann man steigern, indem man weitere Informationen über sich preisgibt. Die Betreiber von Smoost versichern, dass darüber hinaus keine Daten an die Werbetreibenden weitergegeben werden. Smoost ist kostenlos für Android und iOS verfügbar.